Tag, willkommen zurück zu Tales of Xillia. Hier ist der Maddie wieder. Wir sind jetzt im Anwesen der wahrscheinlich reichsten und kulantesten Menschen dieser Welt. Und sie hat sehr schöne Haare. Du bist bezaubernd, Elise, aber Tipo ist einfach nur hinreißend. Natürlich frage ich mich, wie es möglich ist, dass ein Stoff dir sprechen kann. Du bist bezaubernd, Elise. Nein, Elise. Drizelle und ich wollen später ausgehen, um uns niedliche Accessoires anzuziehen. My Lord, my Lady. Oh, das ist überhaupt keine Welt für mich, Mann. Wo ist denn hier das Gelage? Kann man nicht... Mysteriöses Juwel. Oh, geil, geil, geil. Wir bestehlen einfach mal reiche Leute. Die interessiert das sowieso nicht. Kommen wir hier rein? Nö. Kommen wir raus? Wahrscheinlich auch nicht. Nein, ich habe nur Sachen zu erledigen. Was? Ich kann einfach hier raus? Scheiße. Klein, why the unfriendly face? I'm afraid I can't permit you to leave just yet. Dann bring ich dich ihm um. You who infiltrated the laboratory in Fenmont. Ich hätte gerne noch mit allen gesprochen. What are you talking about? Save your denials. Alvin told me everything. She did what? Now what? Will you hand us over to the military? No. I want to know what you saw in that facility. Rashigal has undergone dramatic changes ever since Noctigal acceded the throne. Even those of us in the six ruling houses are not told of his activities. The military is holding people captive and draining their mana to develop a new weapon. Human experimentation? He would go that far? I'd like to believe you're lying, but all the pieces fit. So Noctigal is the man behind the experiments? The king of Rashigal? He would have to be. It's hardly hospitable to keep Drizelle's friends captive in our home. But you must leave this city at once. Thank you, Lord Klein. Scheint ja so ein bisschen auf unserer Seite zu stehen, ne? Kleines bisschen. Aber er weiß auch mehr, als er zugibt. Was eure Gründe auch gewesen sein mögen. Heimlich ins Forschungszentrum von Fenmont einzudringen, war schierer Wahnsinn. Bis ihr begriffen habt, was es heißt, sich mit König Nachtigall anzulegen, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Ach, Ellie, du und deine Freunde haben nichts Falsches gemacht. Der Gedanke, euch vielleicht nie wiederzusehen, ist so traurig. My Lord, my Lady. Ich wünschte, wir wären Nachtigalls Plänen schon früher auf die Spur gekommen. Ich bin froh, dass ihr mir davon erzählt habt. Jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Ja, hilf mir doch mal. Wir sind jetzt doch gerade alle im selben Boot. Warum macht ihr dann nicht einfach mal das... Es ist doch... Der weiß doch, dass er uns umbringen möchte. Kannst du mal ein bisschen helfen? 201 Dateien wurden ihrem Dropbox-Ordner hinzugewitzt. Habe ich da denn wieder gemacht? So, weiß ich nicht. Aber ist mir jetzt auch egal. Aber warte. Die Schriftrolle von Shariel. Krashnik, der Genesis-Weise. Am Anfang herrschte Chaos über die formlose Leere, doch Krashnik, der Genesis-Weise, bezwang es. In seiner rechten Hand eine Lanze der Rechtschaffenheit, in der linken eine Hülle als Panzer für die Welt. Er brach aus den alten Landen auf und ging ein Bündnis mit Maxwell, dem Herrn der Geister, ein. Und so öffneten sie die Grenzen des Heiligen Reiches Rizemaxia. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wie man das alles ausspricht. Ich habe ja versucht, mir das so ein bisschen anzuhören und dann wieder zu sagen, aber das... es ist wieder so lange her. Ich sollte mal ein Weltraumtagebuch führen. Warum auch immer. Macht bestimmt Spaß. Tagebuch, Logbuch des Captains. Wir segeln heute. Nein, wie segelt man eigentlich? Stell mal vor, was wird eigentlich passieren, wenn man an so eine Rakete ein paar Segel binden würde? Die würden verbrennen. Genauso wie alle Leute in der Rakete drin. Ja, das ist mir auch bewusst. Elvin, du Arsch, warum hast du eigentlich alles erzählt? Das Haus sure is huge. Yeah, this might be bigger than my entire school.
Eine fossilierte Muschel, die hängt da so an diesem Laternenmast. There's a bunch of kids in Sheraton's Plaza. Looks like some of them are your age. Why not try to talk to them? Okay. Könnt ihr das von hier sehen? Hallo Kinder. Das ist das Anwesen der Familie Sharil. Sie sind eines der 6 Herrscherhäuser von Rashugal und die Fürsten von Sheraton. Führt euch ein besonderes Anliegen zu ihnen? Warum seid ihr alle so höflich? Meine Güte, das mag ich nicht. Die Bermia-Schlucht ist ein Schwellengebiet, wo mehrere Geisterklimata aufeinandertreffen. Aus diesem Grund ist sie ausgesprochen gefährlich. Jedes Jahr werden dort Dutzende Menschen verletzt. Ja, richtig. Hi. Offenbar will Rashugal seine militärische Macht demonstrieren und Fürst Klein dazu bringen, dass er Sheraltons Autonomie aufgibt. Aber wenn sie glauben, dass Fürst Klein sich so einfach einschüchtern lässt, haben sie sich geschnitten. Hi. It was so pink and cute. Super cute. I've never seen anything so pink before. Super never. What is it? I was just wondering. What the heck are they talking about? You don't have to be scared. They're just children. Go on and ask them. Die haben bestimmt Angst vor meinen Augenbrauen. Excuse me. What's the cute pink thing you're talking about? You are spying on us. We have nothing to say to spies. Super nothing. Just give us a quick peek. Whoa. That weird thing talked. What is it? Like super weird. He's not weird. He's Teepo. Teepo? Well, whatever. I'm still not gonna show the cute pink thing to someone like you. Fine. Booey. But if you can show us that you love the color pink and prove you're a true pinkist, I may consider it. Prove I'm a pinkist? How? By bringing us super rare things that are pink. For example, start with the peach berry blossom. Bring us one of those. Then we'll talk. We'll super talk! Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Bring uns Pfirsiche. Ja, das müssen wir machen. Kinderregeln. Läuft. Ah, gemeine Männer haben meine Mami mitgenommen. Also. Mein Vater ist zur Arbeit gegangen und hat den Glücksbringer vergessen, den ich für ihn gemacht habe. Er sagte, es wird ein harter Auftrag, der Monate dauern wird. Also habe ich ihm einen 4-Geister-Glücksbringer gemacht, der ihn beschützen soll. Könntest du ihn bitte meinem Vater bringen? Ja, klar. Vater sagte, er würde ein Schiff zum Maladi-Seehafen nehmen. Bitte sag ihm, ich werde mich anständig benehmen. Er soll sich keine Sorgen machen und gesund wieder nach Hause zurückkommen. Alle Kinder sehen hier so ein bisschen gleich aus, ne? Diese Straße führt zu Sheraltons selbstregierter Versammlung, aber sie wurde auf König Nachtigalls Befehl hin gesperrt. Ohne seine Erlaubnis darf niemand passieren. Und der Typ da hinten hat eine Erlaubnis, oder was? Der Gouverneur dieser Stadt ist ein wunderbarer Mann. Er geht nicht nur selbst zum Bäcker, um Kuchen zu kaufen, er kennt sogar jeden, der dort arbeitet, beim Namen. Wieso darf der Typ da hin und ich nicht? Ach, Fürst Klein. Ich bin... Der hat bestimmt noch nicht mal einen Namen. Der heißt nur Passant oder sowas. Und der darf da hin, aber ich nicht. Seht ihr mal, was das für eine ungerechte Welt ist. Stimmt es, dass sich Streitkräfte aus Aujul auf Selfstrath zu bewegen? Wenn das so ist, halten sie direkt auf Sheraton zu. Nein, nein. Alles gut. Oh nein! Pay you to sell us out. Sell you out? Such an ugly phrase. Money isn't the only currency, you know. It's no secret that Lord Klein is unhappy with the current government. If we want info, we have to give some in return. It's called a trade,
I told him what I know, and he gave you some juicy info in return, right? King Nahtigal of Rashagul is the man responsible for everything. So long as he remains alive, he could construct a second or third Lance of Kresnik. You're going to assassinate the king? What choice do I have? I can't allow him to continue, even if his death throws your country into chaos. I suppose it's the lesser of two evils. We can't let him keep sacrificing innocent people for their mana. Hey, you're the people from the wanted poster! Whoops. I suppose strolling about wasn't the smartest idea. Wind from the southwest, 2 meters per second. A nice breeze. What are you doing here? Please, allow me to handle this. Hey, Gramps, step out of the way before you break a hip. Oh, dear me. What a fearsome trio. A bit on the sloppy side, though. You two in the rear. Isn't your formation a little wide? If you stand so far apart, how will you help your comrades in a moment of crisis? Shut up! Like we need your tactical advice! And you, good sir, aren't you standing a little too far forward? From there, you might be able to catch me, but the good people behind me, on the other hand... Hmm. There's a good soldier. What the? Now, if you'll excuse me. Everyone, please follow me. Rowan! That was awesome! You sure showed those meanies! Dear me. You misused the word awesome. It was merely a delay tactic. Whatever it was, you saved us, Mr. Rowan. Just Rowan is fine. What do you need from us? My, get right to the point. Indeed, I have a favor to ask of you. Of us notorious criminals? This can't be good. The King of Rashagul came to the manor earlier and ordered our citizens be drafted into service. What? Nahtigal was here? Yes, the man you saw leaving by carriage earlier was King Nahtigal himself. So he's the King of Rashagul. Why is he forcing people into his service? Maybe he needs more experimental subjects? My master couldn't abide seeing his people in danger. He set off to rescue them. But Nahtigal is not one who takes disobedience lightly. Is Drasel's brother in danger? Undoubtedly, and I wish to rescue him. Will you assist me? Any brother of a pal is a brother of mine! Right, Ellie? We can't turn a blind eye at this point. We should help. Here we go again. For an honor student, you sure are lousy at learning lessons. It's settled. We cannot allow Nahtigal to proceed with any plan that involves using that weapon. There's your answer. You have my thanks. The people were taken to Bermia Gorge. We must make haste.